Ich befinde mich, während ihr das hier seht, wahrscheinlich gerade im Urlaub. Aber es soll natürlich trotzdem nicht an Content mangeln. Und deshalb habe ich mir hier für das YouTube Exclusive etwas ausgesucht, das sich auch viele gewünscht haben tatsächlich. Und ich mir auch so ein bisschen, denn ich habe es noch nie gespielt. Es handelt sich um Baphomets Fluch. Eine sehr bekannte Adventure-Reihe, Point-and-Click-Adventure-Reihe. Aus der Hochzeit der Adventures und ist, glaube ich, also von dem, was ich weiß, es ist nicht ganz so lustig wie jetzt die LucasArts Adventures, aber dafür vielleicht auch storytechnisch ein bisschen ernster. Und ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Es kam vor wenigen Wochen die Baphomets Fluch Reforged-Version, also nochmal eine quasi remastered Version von der Verschwörung der Tempelritter raus. Und die werden wir jetzt spielen und wir starten das Spiel. Wie gesagt, ich habe es selber noch nie gespielt. Bin selber gespannt, ob es mir gefallen wird. Es war auf jeden Fall ein Wunsch von euch, dass ich das Spiel mal zocke, nachdem ich hier zuletzt Day of the Tentacle durchgezockt habe. So. Wir legen los. Was ist hier bei mehr Optionen, Errungenschaften? Na gut, weil wir alles nicht brauchen. Neues Spiel. Spielerlebnis. Wähle deinen bevorzugten Spielstil. Du kannst die Einstellung jederzeit im Optionenmenü ändern. Genieße die interaktive Geschichte in deinem eigenen Tempo. Zweitrangige Aktion, die du bereit ausprobierst. Automatisch. Nee, das wollen wir nicht. Klassisch. Na klar. Das müssen wir schon selber hinkriegen. Mit Maus. Führe einen Linksklick aus, um herumzulaufen. Bewege den Zeiger, um interessante Bereiche zu finden. Befindet sich der Zeiger über etwas Interessantes, erscheinen Aktionssymbole. Führe einen Linksklick aus, um zu interagieren. Führe einen Rechtsklick aus, um etwas zu untersuchen. Klick hier, um die Menüleiste einzublenden. Greife hier auf das Menü, Spielhilfe, Steuerungshilfe, bla bla bla. Okay, das ist heißt Basic. Paris im Herbst, die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends. Die Stadt ist für mich mit vielen Erinnerungen verbunden. Erinnerungen an Cafés, an Musik, an Liebe und an Tod. Ah, Venedig. Schön. Ich mag einfach auch so dieses spanische, ja, Setting, so, das ist einfach so ein bisschen dieser, dieser Vibe, der darüber kommt. Toll. Das ist schon das erste Rätsel, wie man hier aus den Credits rauskommt. Bin mir nicht sicher, ob das. Ist eine Bombe. Wow. Man kann sagen, ist das so schlau mit so einem Akkordeon oder wie, was ist das da, so eine. Zu klauen?
Ah, Grafik gefällt mir aber schön detailliert, oder? Als ich endlich wieder auf den Füßen stehe, kann ich nur das ständige Dröhnen des Verkehrs hören. Das Leben um mich herum geht weiter, aber die Explosion sollte mein Leben für immer verändern. Ja, auch ein bisschen merkwürdig, dass der Bauarbeiter da im Hintergrund so überhaupt nicht reagiert. Mein erster Impuls ist, den Tisch wieder hinzustellen, aber dann denke ich mir, dass es besser wäre, Beweismaterial nicht anzurühren. Die Explosion hat den Tisch glatt umgeworfen. Der Schirm hat mich vor der Wucht der Bombe beschützt, aber jetzt ist er zu nichts mehr nütze. Und das ist Mario. Super Mario. Aber ist das schon immer so gewesen, dass die Objekte, mit denen man sozusagen interagieren kann, dass die so blinken? Ist das nicht ein bisschen lame? Auch hier, das ist so ein bisschen komisch, ne? Der Mauszeiger, der wird dann da quasi von angezogen und springt dann auf diesen Punkt. So dass du gar nichts verfehlen kannst. Okay, sollen wir erstmal recht sein, aber. Der Schirm hat. Ach, das hatten wir ja schon. Das hätte was, unter den Schirm zu krabbeln und so zu tun, als ob nichts passiert wäre. Aber nicht sehr viel. Der Leitartikel erzählt etwas über den Besuch eines Nobelpreisgewinners aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten. Das ist aber auch schon die einzige echte Nachricht. Der Rest besteht aus Gerüchten, Klatsch und Sensationsberichten. Dann fällt mir die Notiz unten auf der Seite ins Auge. Da steht Salaheddin 1345. Mein erster Impuls ist, den Tisch wieder hinzustellen, aber dann denke ich mir, dass es besser wäre, Beweismaterial nicht anzurühren. Okay, er sagt das gleiche wie beim anderen Tisch. Macht tatsächlich auf irgendeine Art und Weise Sinn. Ich untersuche die Glasscherben, die den Rest des Fensters bildeten. Stimmt, das Ding ist kaputt. Die Explosion hat das Glas in 1000 Stücke zerlegt und ein riesiges Loch hinterlassen. Jetzt muss man sozusagen auch sonst nichts absuchen, weil ja nur die Sachen blinken, mit denen man interagieren kann. Das ist halt der Nachteil. Also ich verstehe, dass man den Spielern helfen will, aber es, dann weiß man, okay, hier muss ich nichts mehr machen. Geht so ein bisschen Mystik verloren. Stopp, keine Bewegung. Hey, nicht schießen. Ich bin unschuldig. Ich bin Amerikaner. Können Sie sich nicht für eins entscheiden? Ich will den amerikanischen Konsul sprechen. Waffen fallen lassen und runter auf den Boden. Stecken Sie das Ding weg, Sergeant Mouy. Verzeihung, Monsieur, aber ich kann Ihnen nicht gestatten, sich zu entfernen. Bin ich verhaftet? Ah, non, ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Vorwärts, zum Café. Marché. Was für ein Anblick. Diese Bombenexplosion ist schrecklich, nicht wahr? Hören Sie damit auf, Monsieur. Hören Sie sofort damit auf, Ihren Atem anzuhalten. Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass der Mann tot sein könnte, Mouet? Oui, Monsieur. Aber ich betrachte die Dinge lieber von der Sonnenseite. Außerdem erinnere ich mich an einen Fall, in dem der Killer entkam, indem er sich totstellte. Na egal. In diesem Fall ist der Mann ziemlich sehr tot. Es ist sonnenklar, dass der Killer von seiner Anwesenheit wusste und, Wie oft habe ich Sie schon gewarnt, voreilige Thesen aufzustellen? Alles, was wir sicher wissen, ist, dass der Mann tot ist. Ich fand, es war logisch anzunehmen, dass, Ein großer Detektiv nimmt niemals etwas an. Maigret zum Beispiel. Aber das war eine Romanfigur, Monsieur. Er war nicht echter als Derrick oder der Alte. Das ist was anderes, Mouet. Die brauchten ja auch Assistenten. Egal, nicht einmal ihnen dürfte es gelingen, den Toten zum Reden zu bringen.
Kümmern Sie sich um das Mädchen und nehmen Sie Ihre Aussage auf, falls Sie das hinkriegen. Et maintenant, zum Geschäft. Ihr Name bitte? George Stobbart, ich komme aus Kalifornien. Und was führt Sie nach Paris, Monsieur Stobbart? Reisen. Ich reise durch Europa. Gut gewählt. Die Stadt ist zu dieser Jahreszeit am schönsten, no? Ja, könnte sein. Von den Bomben einmal abgesehen. Befanden Sie sich in der Nähe des Cafés, als die Bombe hochging? Ja, ich saß draußen auf dem Bürgersteig. Ich hatte Glück, dass es mich nicht auch erwischt hat. Der Inspektor ignoriert meine Bemerkung komplett. Sahen Sie, wie der Verstorbene das Café betrat? Aber wieso lügen? Aber was ist, wenn ich lüge? Nein. Haben Sie jemand anders in das Café gehen sehen? Tut mir leid, Inspektor. Nein. Es erstaunt mich immer wieder, wie wenig Beobachtungsgabe die Öffentlichkeit zu haben scheint. Ist das Mädchen in Ordnung, Moe? Oh, sie wird's überleben. Sie sagt, der Killer war als Clown verkleidet. Ein Zirkusclown. Haben Sie ihn gesehen, Monsieur? Nein. Ich sagte mich einfach durch das gesamte Spiel. Ich habe nichts gesehen. Herr, ich warne Sie. Ich, Agustin Rosso, ruhe niemals, bevor ich nicht die Wahrheit gefunden habe. Ich behalte Sie im Auge, Monsieur. Und ich habe keine Skrupel, Sie unter Druck zu setzen. Na Scheiße, hey, ich habe genug gehört. Druck setzen. Was meinen Sie damit? Ich bin überzeugt, dass Sie nichts wissen. Sie können gehen. Ich hoffe, dieser kleine Zwischenfall verdirbt Ihnen nicht den Rest des Urlaubs. Und meine persönliche Sicherheit? Können Sie mir nicht wenigstens einen Rat geben? Was soll ich sagen? Passen Sie auf, hüten Sie sich vor verdächtigen Figuren. Und gehen Sie erst über die Straße, wenn Sie das kleine grüne Männchen sehen. Toller Tipp. Ich bin davon überzeugt, dass Sie sich nicht im geringsten in Gefahr befinden, Monsieur. Sollte Ihnen noch etwas Wichtiges einfallen, rufen Sie mich an. Meine Karte. Danke. Das wäre alles. Sie können gehen. Es gibt nicht viele Anhaltspunkte, Monsieur. Oberflächlich gesehen, nein. Aber was lauert im Unterbewusstsein? Wenn man die Tür nur öffnen könnte. Meinen Sie das im Ernst, Monsieur? Ich dachte, Ihr Interesse an übersinnlichen Erkenntnissen wäre rein akademisch. Akademisch? Sie sind im Begriff, Zeuge eines wissenschaftlichen Durchbruchs zu werden. Ich muss auf jeden Fall nicht viel reden bei dem Spiel. Wer ist sie denn? Das Mädchen tut zwar selbstsicher, wirkt hinter dieser Maske jedoch eher bockig. Ein Eindruck, den man eigentlich eher bei einem jugendlichen Straftäter erwarten würde. Der Sergeant ist ein mickriger Mann, der einem kopflosen Huhn gleicht. Entschuldigen Sie, Sergeant. Sie haben den Inspektor gehört? Gehen Sie nach Hause, Monsieur. Ich muss ein Geständnis ablegen, Sergeant. Nein. Ich habe den Clown doch gesehen. Er ist in die Gassen auf der anderen Straßenseite gerannt. Warum haben Sie das Inspektor Rousseau nicht mitgeteilt? Ich wollte nicht klingen wie ein... Ach was. Sie wollten einfach nicht in die Sache verwickelt werden. Stimmt. Aber keine Bange. Es ist sowieso völlig unwichtig. Ich werde Monsieur le Inspekteur informieren, sobald er mit dem Mädchen fertig ist. Sind Sie ihm gefolgt? Das ist Ihr Job, nicht meiner. Eine bewaffnete Verfolgungsjagd durch die Straßen von Paris? Das ist nicht unser Stil, Monsieur. Inspekteur Rousseau ist vielleicht etwas unorthodox, aber er ist nicht verrückt. Wie konnten Sie und Rousseau so schnell am Tatort sein? Sie waren ja innerhalb weniger Minuten am Schauplatz der Explosion. Hatten Sie einen Tipp bekommen? Diese Informationsquellen von Inspektor Rousseau sind mir ein ständiges Rätsel, Monsieur. Ein paar Leute behaupten, er hätte einen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen. Und was glauben Sie? Ich glaube, er ist selbst der Teufel. Ich war einer der letzten Menschen, die das Opfer noch lebendig gesehen haben, Sergeant.
Haben Sie damit irgendein Problem? Ja, irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, als schuldete ich es ihm, seinen Mörder zu fassen. Das sollten Sie lieber den Behörden überlassen, Monsieur. Behörden? Hat er mit Ihnen gesprochen? Ihnen irgendwas erzählt? Nein, er hat nur freundlich gegrinst und mir zugenickt. Machen Sie sich weiter keine Gedanken darüber, Monsieur. Gehen Sie nach Hause und vergessen Sie die ganze Angelegenheit. Sehen Sie hier, Sergeant. Der Inspektor hat mir seine Visitenkarte gegeben. Oui, Monsieur. Er möchte, dass Sie ihn benachrichtigen, wenn Sie auf irgendwelche Informationen über diesen Fall stoßen. Ich würde ja gerne mit ihm reden, aber ich möchte nicht, dass er seinen Psychomist bei mir ausprobiert. Ah, nein, Monsieur. Sie werfen die parapsychologische Wissenschaft mit Hexerei durcheinander. Ach, wirklich? Und wo ist da der Unterschied? Wir bringen keine Menschenopfer dar. Ich habe das hier auf der Straße gefunden, Sergeant. Das, Monsieur, ist doch wohl eine Tageszeitung. N'est-ce pas? Hier steht eine handschriftliche Notiz drauf. Salaheddin 1345. Ah, also war das Treffen mit dem Clown geplant. Wie kommen Sie denn darauf? Der Zeitpunkt der Explosion lag zwischen 1:30 und 2:00. N'est-ce pas? Ich schätze schon, aber was ist mit dem Namen? Ah, aha. Das wirft Sie aus dem Sattel, was? Ich bin noch niemals in meinem Leben, wie Sie es auszudrücken belieben, aus dem Sattel geworfen worden, Monsieur. Das ist der Name, den der Clown angenommen hat, no? Salaheddin, der Clown? Das glaube ich weniger. Bis bald, Sergeant. Verzeihung, Mademoiselle. Hallo, ich heiße George Stobbart. Oh, ein Amerikaner, so wie sich's anhört. Ja, das stimmt. Auf Urlaub in Paris. Schöner Urlaub, was? Du warst hier, als die Bombe hochging? So ist es. Ich habe genau vor dem Café gesessen. Ist dir ein Mann mittleren Alters begegnet, etwa 60 Jahre, mit einem Hut und Mantel? Ich kann es nicht glauben. Sie hat mich nicht einmal gefragt, wie ich mich fühle. Ja, kurz bevor die Bombe explodierte, ging er hinein. Du bist doch nicht mit ihm verwandt. Oh nein, nichts dergleichen. Ich bin Nicole Collard von La Liberté. Was ist das, ein Nachtclub? Nein, es ist eine Tageszeitung. Du bist Reporterin? Ich bin freie Fotojournalistin. Na sowas, du könntest mich über den Bombenanschlag interviewen. Ein Augenzeugenbericht. Minuten nach der Gewalttat, die ganz Paris erschütterte. Verstehst du, Dramen des Lebens, menschliche Anteilnahme, sowas in der Art. Ich bleibe bei den Tatsachen, danke. Hast du gesehen, wer die Bombe gelegt hat? Ich weiß, dass es verrückt klingt, aber er war als Clown verkleidet. Oh Gott. Er hat wieder zugeschlagen. Hast du den Clown jemals zuvor gesehen? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe viel Zeit. Ich nicht. Irgendwie ist der Hauptcharakter ein bisschen creepy, oder? Wer war der Typ, den du treffen wolltest? Sein Name war Plantard. Ich kannte ihn nicht, aber er hat mich letzte Nacht angerufen. Er sagte, er hätte eine Story, die mich interessieren würde. Er fragte mich, ob wir uns im Café treffen könnten. Ich werde wohl nie erfahren, was er mir sagen wollte. Es sei denn, du hättest Rousseaus Gabe der parapsychologischen Befragung. Warum möchtest du mir nichts über diesen Clown erzählen? Warum möchtest du dich da einmischen? Weil er mich fast getötet hätte. Ist das nicht Grund genug? Doch, ich nehme an, das ist es. Hör mal, ich gebe dir meine Telefonnummer. Du hilfst mir bei meiner Story und ich weihe dich in das ein, was ich weiß. Und damit eines von vornherein klar ist, das ist rein geschäftlich. Na klar. Okay, abgemacht. Ich muss diese Bilder entwickeln lassen. A bientôt, Monsieur. Gut, ich... bis bald. Der muskulöse Straßenarbeiter trägt eine Miene zur Schau, die auf 5 Meter Entfernung deutlich besagt, lasst mich in Ruhe, ich habe zu tun. Eigentlich ist das mehr ein interaktives Hörspiel, habe ich das Gefühl, als wirklich ein Adventure.
Hi, hätten Sie mal eine Sekunde Zeit? Ich dachte, Sie wären im Knast. Nein, das war ein Missverständnis. Als der die Knarre rausholte, boah, ich dachte, das war's. So eine Automatik, da ist echt Saft hinter, wissen Sie? Er hat einen Fehler gemacht. Er dachte, ich wäre ein Terrorist. Sie? Ein Terrorist? Ha! Hat wohl nur seine Pflicht erfüllt. Ist hier ein Clown vorbeigekommen? Ein Clown? Wie im Zirkus? Ja, voll geschminkt und mit einer großen roten Nase. Ho, die Typen sind witzig, ey. Hab ich andere Erfahrungen gemacht. Ich mag den Zirkus, besonders die Pferde. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Haben Sie einen Clown gesehen? Glauben Sie im Ernst, ich hätte Zeit, mir jeden anzugucken, der hier vorbeikommt? Es gibt Leute, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Der ist ja sympathisch. Haben Sie einen älteren Herrn mit einem Koffer gesehen? Oui, so ein alter Blödmann. Wissen Sie, was der zu mir gesagt hat? Arbeit fasziniert mich, sagte er. Ich könnte den ganzen Tag nur zugucken. Putain! Ich hätte ihm die Fresse polieren können. Möchten Sie meine Zeitung lesen? Zum Lesen habe ich keine Zeit. Können Sie nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Sie könnten sie in der Frühstückspause lesen. Ich habe gerade mal 10 Minuten. Und wenn es nach meinem Boss ginge, nicht mal das. Er würde mich an einen Tropf hängen, damit ich zum Essen keine Pause einlegen müsste. Oh, nehmen Sie die Zeitung und hören Sie auf mit der Maulerei. Pah, es ist unglaublich, diese verdammten weichherzigen Liberalen. Pft. Die Delfine retten? Fangen und aufessen, das ist meine Meinung. So ein Theater wegen ein paar Fischen. Oha, das ist schon besser. Schauen Sie sich mal die Dinger hier an. Sind die groß? Wie Sektkorken, no? Ah, was ist denn das? Salah Eddin läuft beim großen Preis vom Arc de Triomphe. Ist das ein Rennpferd? Ein Pferd? Eine Legende, mon ami. Aha. Schnell wie der Blitz ist sie. Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Halten Sie meine Grube im Auge. Ich muss mal ein bisschen Knete auf die Stute setzen. Ein bisschen Knete auf die Stute setzen, das habe ich auch noch nicht gehört. Ich muss mal ein bisschen Knete auf die Stute setzen. What the fuck? Ein großes Bauarbeitertelefon, das verdammt schwer aussieht. Bonjour, Collard. Oh, hi. Hier spricht George Stobbart, der Amerikaner aus dem Café. Ah, oui. Du hast gesagt, ich soll anrufen, wenn ich helfen könnte. Hast du etwas Neues für mich? Tja, irgendwie hatte ich kein Glück. Du hast nichts rausgefunden? Genau. Ach, hör mal, ich bin gerade sehr beschäftigt. Ruf mich an, wenn es etwas Neues gibt, okay? Oh, na sicher, geht klar. Adieu, Monsieur. Ich wollte nur deine Stimme hören. Well, well. Ich finde ein T-förmiges Werkzeug im Kasten. Keine Ahnung, was das sein soll, aber es sieht nützlich aus. Das Zelt besteht aus Plastikplanen. Außer einem großen Werkzeugkasten ist das Zelt leer. Sonst ist nichts in der Werkzeugkiste, was ich gebrauchen könnte. Die Tür ist fest verschlossen. Eingelassen in das riesige Tor ist eine kleinere Zugangstür. Kann ich jetzt... Gullideckenheber, okay. Nein, kann ich nicht. Das ist Quatsch. Oha. Das sind also die Arrondissements von Paris, the premier Arrondissement, okay, wo sind wir? Septième, wo gehen wir hin?
Café de la Chandelle Verte. Post, Police. Wir können, glaube ich, nur zu diesen beiden Orten, ne? Sehe ich das richtig? Bevor ich da weggehe, muss ich nochmal die andere Richtung abchecken, leider. Aber ich muss sagen, es ist natürlich sehr slow-paced. Also wer jetzt hier Action erwartet, ist natürlich auch fehl am Platz. Aber das hat schon eine schöne, ruhige Atmosphäre. Das ist so richtig gemütlicher Weihnachtsabend-Zock, finde ich irgendwie. Das ist ein Laternenpfahl, lang und typisch aus Eisen. Klar könnte ich auf die Laterne klettern, aber das würde auch kein Licht. Ist ja gut. So, wir müssen nämlich hier mal lang, weil hier ist ja letztendlich auch der Clown lang gegangen. Ah, da ist ein Gullideckel. Hier gibt's nichts Interessantes. Ich versuche, den Deckel mit meinen Fingern aufzukriegen, kann aber keinen guten Angriffspunkt finden. Wenn wir doch nur einen Gullideckelheber hätten. Arme Katze da drin. Es riecht, als ob jemand an einem heißen Hochsommertag eine Ladung Fisch in einem Umkleideraum abgestellt hätte. Ich untersuche die Kartons genauer. Sie sind feucht, ziemlich muffig und einwandfrei leer. Ich hole tief Atem und beginne, das Regenrohr hochzuklettern. Stark. Ich nehme an, dass der Clown über die Dächer getürmt ist. Nutze Gullideckelheber mit Gullideckel. Stark. Ich hebe den Deckel an. Es riecht, als ob darunter ein Abwasserkanal läge. Wir gehen rein. Ein glänzender roter Plastikball, der aus unerfindlichen Gründen auf dem schlüpfrigen, mit grünem Schleim bedeckten Boden liegt. Wenn das mal nicht eine Clownsnase ist, Leute. Als ich den Plastikball aufhebe, wird mir klar, dass er eigentlich im Gesicht getragen werden sollte. Es ist die rote Nase des Clowns. Jetzt haben wir ihn fast. Das ist ein nasses, zusammengeknülltes Papiertaschentuch. Ja, nehmen wir mit. Ist doch klar. Ich hob das nasse Taschentuch auf. Es war kalt und fettig wie alte Essensreste. Das ist ein kleiner Stofffetzen, der an einem rostigen Haken festhängt. Ich nehme den Stofffetzen und mache ihn vom Haken ab.
Der ist mir ein bisschen zu robotermäßig. Hallo. Bleib genau da stehen. Du Kanalratte. Ich wusste, dass du nochmal zurückkommen würdest. Und jetzt habe ich dich. Wovon reden Sie? Sie sind eingebrochen. Kommen Sie sofort da raus. Das versuche ich ja gerade. Geben Sie mir Ihre Hand. Mit so simplen Tricks legen Sie mich nicht rein. Kommen Sie mir nicht zu nah, Monsieur. Okay, okay. Also, was hatten Sie da zu suchen? So ein bisschen kryptisch, ne? Die Antwortmöglichkeiten. Also, man weiß halt nicht genau, was er sagt, wenn man es macht. Also zum Beispiel hier kann man sich ja nicht so richtig oder Telefon. Also ich habe ein Telefon gesucht da unten oder. Terroristen. Den bösartigsten, übelsten, widerlichsten Haufen, den Sie je gesehen haben. Ah, Engländer zweifellos. Diese elenden Schweinehunde. Der Tag, an dem Sie diesen Tunnel aufgemacht haben, war ein schwarzer Tag für Frankreich. Das kann ich Ihnen flüstern. Wenn ich noch so rüstig wäre wie vor 10 Jahren, würde ich rübermarschieren und denen mal Bescheid sagen. Also wo immer die auch herkommen, Sie haben ein Café hochgejagt. Was? Das Café? Hochgejagt? Mon Dieu! Das ist schrecklich. Der Typ, der das getan hat, war ein eiskalter, berechnender Killer. Er war als Clown verkleidet. Ich bin ihm in die Kanalisation gefolgt und ich glaube, dass er hier entlang gekommen ist. Mon Dieu! Dann könnte der Mann, den ich verfolgt habe... Glauben Sie, er und der Clown sind ein und derselbe? Naja, also daran habe ich schon gedacht. Das erklärt immer noch nicht, was Sie da im Gully zu suchen hatten. Sie könnten ja genauso doch, hab ich doch gerade erklärt. Sein Komplize sein. Oh nein, ich bin ein einfacher Tourist. Die meisten Touristen begnügen sich mit dem Eiffelturm, dem Louvre oder dem Pigalle. Ich wusste gar nicht, dass meine Abwasserrohre so eine Sehenswürdigkeit sind. Uiuiui. Erzählen Sie mir von dem Mann, den Sie geschnappt haben. Was gibt es da groß zu erzählen? Ein typischer Verbrecher. So wie Sie. Sagt Ihnen der Name Plantard etwas? Nein, gar nichts. Wer ist das? Der Mann, der in der Explosion umkam. Ich werde den Schuldigen zur Strecke bringen. Ich werde ihn finden und wenn ich in jeden Gully, in jeder Stadt in Europa kriechen muss. Okay. Sie brauchen ein paar vernünftige Stiefel. Wenn den Tretern, werden Sie nicht weit kommen. Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Sie ist doch nicht etwa verletzt, oder? Nein, es geht ihr gut. Dem Himmel sei Dank. So ein armes kleines Ding wie die ist ja nie sicher. Solange sowas wie Sie auf den Straßen rumläuft. Warum verstehen Sie mich denn nicht? Ich bin kein Gangster, ich bin ein amerikanischer Tourist. Das behaupten Sie. Trug dieser Kerl, den Sie gesehen haben, eine Aktentasche? Darauf habe ich nicht geachtet. Also verschwinden Sie jetzt, oder muss ich die Polizei rufen? Was sagt Ihnen dieses Tuch? Nichts, Monsieur. Das ist einfach... abstoßend. Warum zum Henker zeigen Sie mir dieses Zeug? Jemand hat da seine Nase geputzt, ne, Sir? Schauen Sie sich mal diese Pappnase an. Die habe ich noch nie im Leben gesehen. Erkennen Sie dieses Material? Ich erzähle Ihnen überhaupt nichts. Jesus! Damit habe ich den Gullideckel geöffnet. Genau, wie ich's mir gedacht habe. Sie hatten irgendwelche schmutzigen Geschäfte vor, da unten in der Kanalisation. Stimmt's? Wenn ich ausgerutscht wäre, hätte ich die schmutzigen Geschäfte der Pariser Bevölkerung näher kennengelernt, aber sonst nein. Vielleicht möchten Sie einen Blick auf meine Karte werfen. Was ist denn das? Inspekteur Augustin Ressin? Was heißt das hier? Morddezentral? Morddezernat. Die Tinte ist etwas verschmiert. Dann sind Sie also kein Tourist.
Okay, ich habe Sie angelogen. Ich bin kein Tourist. Tut mir leid. Oh, entschuldigen Sie sich nicht, Monsieur. Wissen Sie, ich hatte gleich so ein Gefühl, dass Sie irgendwie anders waren. Es ist Ihre Gestik, Ihre Haltung. Oh ja, diese stolze Haltung eines disziplinierten Mannes, einfach unverkennbar. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war in der Armee, wissen Sie? Als ich in Ihrem Alter war, habe ich um mein Leben gekämpft. In der Wüste von Afrika. Wie kann ich Ihnen helfen, Inspekteur? Fangen wir ganz von vorne an und erzählen Sie bitte alles genau so, wie es vorgefallen ist. Erzählen Sie mir von dem Mann, den Sie geschnappt haben. Oh, das war ein ganz übler Bursche, Monsieur. Er nahm mich in den Schwitzkasten. Dann war sein Gesicht plötzlich ganz dicht vor meinem. Sein Griff war wie eine stählerne Klammer. Aber er hatte ja keine Ahnung, womit er sich da angelegt hatte. Oh nein! Er hatte den großen Fehler gemacht, sich mit einer der Wüstenhyänen anzulegen. Ja, ich verstehe schon. Sagt Ihnen der Name Plantard etwas? Nein, gar nichts. Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Sie möchten also nichts hören von meinem Erlebnis in der Wüste. Ich habe dafür gekämpft, dieses Land zu dem zu machen, was es heute ist. Das glaube ich gerne, aber ich bin gerade etwas in Eile. Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Die verdächtigen Sie doch nicht wirklich, oder? Bitte beantworten Sie nur die Frage. Ja, ich kenne sie. Sogar ziemlich gut, würde ich sagen. Sie kam vor 6 oder 7 Monaten ins Café. Ich freue mich immer schon die ganze Woche auf die Entspannung, die Ihr Besuch für mich bedeutet. Wirklich? Dann würden Sie sie vermissen, wenn sie nicht da wäre. Mary? Wen sollte ich denn sonst finden, der mir die Fußnägel schneidet? What? Hä? Trug dieser Kerl, den Sie gesehen haben, eine Aktentasche? Aber ja, sicher. Hielt sie an sich gedrückt wie ein kleines Baby. Die gehörte seinem Opfer. Was glauben Sie, was da drin war? Drogen? Gestohlene Juwelen? Das weiß ich auch nicht, aber zumindest glaubte der Mörder, dass es mehr wert sei als ein Menschenleben. Nichts ist so viel wert, Monsieur. Schauen Sie sich mal diese Pappnase an. Das sieht mir sehr nach einer Clownsnase aus. Genau, die muss er in seiner Panik verloren haben. Es sei denn, er wollte, dass Sie sie finden. Warum sollte er das wollen? Um sie auf eine falsche Spur zu locken. Schauen Sie sich mal diese Pappnase an. Ich will wissen, was passiert, wenn man zweimal das Gleiche macht. Monsieur. Immerhin ein anderer Text. Drittes Mal. Schauen Sie sich mal diese Pappnase an. Die haben Sie mir schon mal gezeigt, Monsieur. Okay. Habe ich Ihnen eigentlich schon dieses Tuch gezeigt? Oui, Monsieur. Sagt Ihnen dieses Stück Stoff irgendwas? Aus demselben Stoff war die Jacke, die ich gefunden habe. Das Muster würde ich überall wiedererkennen. Die Jacke. Nun, diese Jacke, die Sie gefunden haben, haben Sie sie hier? Nein, Monsieur. Einer der Ärmel war ziemlich zerrissen. Also habe ich sie in die Reparatur gegeben. Eine Schande. Denn ansonsten war das ein erstklassiges Kleidungsstück. Da stand sogar der Name des Schneiders innen auf dem Etikett. Wo haben Sie die Jacke hingebracht? Ich habe sie einer herumziehenden Näherin gegeben. Eine herumziehende? Ich habe auch immer so ein Glück. Steckte noch irgendetwas in den Jackentaschen? Nicht ein einziger Sou. Wissen Sie, was ich glaube? Nein, sagen Sie es mir. Er hat das Clownskostüm ausgezogen. Und sich ganz raffiniert als normaler Passant verkleidet. Tja, sieht ja so aus, als hätte ich es mit einem Meisterverbrecher zu tun. Ich muss jetzt wieder los. Viel Glück, Inspekteur. Ich hoffe, Sie schnappen den Kipp. Ich lasse Sie raus.
Ich hoffe, Sie schnappen den Kerl, Inspekteur. Verlassen Sie sich drauf. Auch. Ach, das war das Ding neben der Baustelle wahrscheinlich, oder? Ja, Kiste. Jetzt sind wir also wieder hier. Und jetzt können wir auch raus. Wir haben kein neues Gebiet dazugekriegt, also gehen wir zur Polizei, oder? Ein öffentliches Telefon. Ein öffentliches Telefon. Das hat schon einen sweeten Grafikstil, muss ich sagen. Irgendwie gefällt mir das. Nicht so schnell. Ihre Personalien bitte. Hä? Wozu? Falls Sie einen Unfall haben, dann wissen wir, wohin wir Ihre Leiche schicken sollen. Hören Sie, ist das wirklich nötig? Ich bin hergekommen, um mit Rosso zu sprechen. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ist Sergeant Mouet da? Was? Möchten Sie ihn sprechen? Ja, bitte. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wann das letzte Mal jemand Monsieur Mouet sprechen wollte. Niemand redet mit ihm, nicht mal seine Kinder. Eh bien, er ist nicht da, Monsieur. Er ist bei Inspektor Rosso. Wie Laurel und Keaton. Non, Monsieur? Hardy. Oliver Hardy. Kann ich Inspektor Rosso sehen? Er ist nicht da. Aber möchten Sie eine Nachricht für ihn hinterlassen? Ich kann Ihnen blaue und schwarze Kugelschreiber anbieten. Ich würde einen blauen für eine weniger formelle Kommunikation empfehlen. Ich würde lieber mit ihm persönlich sprechen. Wie Sie wünschen, Monsieur. Gab es irgendwelche Berichte über einen verdächtigen Clown? Ja. Deswegen gab es heute Morgen schon Theater. 3 Festnahmen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und Sie sagen, da war ein Clown beteiligt? Ein Clown und eine besonders anstößige Skulptur. Mit Ballons. Haben Sie mit dem Schurken irgendwas zu tun, Monsieur? Nein, ich doch nicht. Wissen Sie irgendetwas über Rossos psychische Techniken? Ich kann über die Methoden meiner Vorgesetzten nichts sagen. Alles, was ich sagen kann, ist, dass Inspektor Rosso viele Erfolge zu verzeichnen hat. Er ist ein guter Detektiv? Einer der besten. Er ist ein Ehrenmann mit einem ausgeprägten Pflicht. Sie würden nicht sagen, dass er spinnt? Zumindest nicht ihm ins Gesicht, Monsieur. Gute Antwort. Ich habe dieses Taschentuch gefunden. Wax, was zum Teufel ist das? Wax. Ein Beweisstück. Beweis wofür? Mayonnaise-Schmuggel? Das klebrige Zeug ist Theaterschminke. Ah. Und das soll mich jetzt fröhlich stimmen, ja? Ich schlage vor, Sie überlegen sich lange und genau, was Sie mit Ihrem Leben anfangen, Monsieur. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mhm. Das bringt uns alles nicht weiter. Geht's hier noch? Scrollt der Bildschirm? Ich schätze, wir müssen nochmal die Fotografin anrufen. Bonjour, Collard. Ich bin's schon wieder, George Stobbart. Hi George, irgendwas Neues? Nein, und bei dir? Nein, nichts Neues. Good talk. Nun, okay. So kommen wir natürlich nicht weiter. Dass wir doch hier noch irgendwas übersehen haben. Sergeant Mouet? Bitte verschwinden Sie, Monsieur. Erkennen Sie dieses schmutzige Stück Gewebe? Non, Monsieur, das tue ich nicht. Ich habe es in der Kanalisation... Vielleicht wäre es für uns alle besser, wenn Sie es auch... Auf keinen Fall, das könnte ein wichtiges Indiz sein. Wenn Sie das sagen, Monsieur? Ich vermute, dieser Stofffetzen stammt vom Kostüm des Clowns. Wenn Sie damit recht haben, Monsieur, dann... Woraus schließen Sie das?
Nur ein Engländer würde Kleidung aus einem solchen Stoff tragen. Mögen Sie die Engländer nicht? Ah, es ist keine Frage des Mögens, eher eine des Geschmacks. Die haben nämlich kein. Ich habe diese rote Pappnase in der Kanalisation gefunden. Was hatten Sie denn da unten zu suchen? Nach Hinweisen gefischt. Der Clown ist nach da unten verschwunden. Sie werden schon etwas mehr als ein Stück Druckgussplastik brauchen, um Inspektor Rousseau zu überzeugen. Soll das etwa heißen, Sie wollen diese Nase nicht als Beweismittel sicherstellen? Genau, Monsieur. Ganz genau. Sind die irgendwie involviert? Das ist doch alles sehr komisch. Was macht Rousseau mit dem Mädchen? Er dreht sie durch die Mühle, wie ihr Amerikaner wohl sagen würdet. Bitte? Wenn er sich einmal in einem Fall festgebissen hat, schüttelt ihn nichts und niemand mehr ab. War das sein Ernst mit dem ganzen Psychopolizistenkram? Natürlich. Inspektor Rousseau ist ein Pionier und Visionär. Wenn er seine revolutionären Methoden erst einmal perfektioniert hat, werden sie das Bild des Polizeidienstes von Grund auf Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas in L.A. klappt. Ich habe die Spur des Clowns verfolgt, Sergeant. So? Haben Sie das, Miss? Jawohl. Die Straße runter gibt es einen Mann, der gesehen hat, wie er aus der Kanalisation gestiegen ist. In seinem Clownskostüm? Nein, er hatte sich inzwischen umgezogen in normale Klamotten. Aha. Und woher weiß er dann, dass es der Clown war? Weiß er natürlich nicht, aber alle Indizien passen, wenn man eins und eins zusammenzählt. Das können kleine Kinder auch schon. Und trotzdem lasse ich sie nicht mein Bankkonto verwalten. Ja, das ist natürlich hier alles schwierig. Sein Name war Plantard. Ah, wirklich? Kannten Sie ihn also doch? Nein, aber... Wir werden schon bald genug alles wissen, was es über ihn zu wissen gibt. Ich versuche nur, Ihnen zu helfen. Das können Sie am besten, indem Sie einfach nach Hause gehen. Tja, nun, bald, wir kommen hier nicht so recht weiter. Ich untersuche die Glasscherben, die den Rest des Fensters. Das hätte was, unter den Schirm zu krabbeln. Also rein kommen wir nicht. Ein bisschen ratlos schon jetzt hier am Anfang direkt. Da geht's zur Kanalisation. Hier keinen weiteren Weg irgendwie. Da kam ich raus. Leute, ich bin echt ratlos. Es gibt ja noch nicht so... Also dadurch, dass es so wenig Locations gibt... ...hat man ja jetzt nun auch nicht so ultra viele Möglichkeiten. Und es wird einem ja auch genau angezeigt... ...womit man interagieren kann. Ich verstehe nicht ganz. Thank you.
Oder der Typ ist jetzt weg und wir können da rein. Aha. Siehst du? Das ist der Trick. Nee, der kommt Hallo, erinnern Sie sich noch an mich? Mary. Wen? Den Mann aus der... Ich gehe gerade das Beweismaterial durch. Puh, um den Job beneide ich Sie nicht, Monsieur. Also, was machen Sie so, wenn Sie nicht gerade die Kanalisation durchforsten? Ich dusche ziemlich viel. Oh, sehr gut, Monsieur. Ein Polizist mit Humor. Wie lautete der Name auf dem Etikett? Irgend so ein ausländischer Name. Todrick, glaube ich. Können Sie sich an die Adresse erinnern? Stand nicht drauf, Monsieur. Nur eine Telefonnummer. Das ist Progress. Ich vermute, Sie können sich wohl kaum an eine Telefonnummer erinnern, die Sie nur ein einziges Mal gelesen haben. 74 98 0 8 59. Das ist doch ein Scherz, oder? Das soll seine Telefonnummer sein. Ja, allerdings. Ein kleiner Trick mit Zahlen, den ich in der Wüste gelernt habe. Ein Tuareg-Schamane hat mir diese Technik beigebracht. Das ist einfach unglaublich. Naja, ganz praktisch. Besonders an der Kasse im Supermarkt. Bekomme ich eine Belohnung? Die Aufrichtigkeit, Monsieur, ist sich selbst Belohnung genug. Nur an der Kasse im Supermarkt? Da bin ich ja froh. Wieso? Dass ich meine Rechnung nicht nur mit Aufrichtigkeit bezahle. Okay. Ich muss jetzt wieder... Vielen Dank. Wirklich? Jetzt können wir da draußen das Telefon benutzen. Aber den Spruch mit dem Supermarkt habe ich nicht verstanden. Warum muss man sich an der Kasse am Supermarkt Zahlen merken? Hallo? Wer spricht da? Hallo, ich heiße George Stobart. Sie kennen mich nicht. Stimmt genau, Mr. Stobart. Ich kenne Sie nicht. Also was kann ich für Sie tun? Geiler Dialog. Ich versuche, einen Ihrer Kunden ausfindig zu machen. Könnte ich vielleicht mal kurz vorbeikommen und mit Ihnen reden? Nein, nein, das ist völlig ausgeschlossen. Okay, vergessen Sie es. Alles, was ich brauche, ist ein Name. Wovon reden Sie überhaupt? Für wen arbeiten Sie? Man könnte sagen, ich bin im Auftrag von Wahrheit und Gerechtigkeit unterwegs. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie wären von der Polizei. Das Leben unschuldiger Menschen ist in Gefahr, Mr. Todrick. Und Sie könnten diesen Menschen das Leben retten. Sie sammeln für die Wohlfahrt, stimmt's? Nein, kein Gedanke. Alles, was ich von Ihnen möchte, ist eine Information. Nur weiter, ich lausche. Was wissen Sie über den Clown, der die Bombe im Café de la Chandelle Verte gelegt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Sie sind eiskalt, was, Todrick? Aber ich glaube, Sie wissen mehr, als Sie verraten. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich bin mir sicher, dass Sie nicht wissen, wovon Sie da reden. Ich weiß ja nicht, ob Sie das nur sagen, damit ich glaube, Sie wüssten nicht, was ich meine, aber... Ach, das ist doch lächerlich. Hören Sie auf, Spielchen mit mir zu spielen, Todrick. Und ich sage Ihnen, ich weiß nichts von irgendeinem Clown. Wussten Sie schon, dass einer Ihrer Kunden zeitweise als Clown auftritt? Wenn ein Mann mit einer Pappnase und einer Torte im Gesicht glücklich ist, wo liegt da das Problem? Tja... Guter Punkt. Kennen Sie einen Mann namens Plantard? Nein, noch nie von ihm gehört. Soll ich Ihnen erzählen, was Plantard zugestoßen ist? Wie er kaltblütig ermordet worden ist? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich noch nie von einem Plantard gehört habe. Ich nehme mal an, Plantard hat Familie. Was meinen Sie? In Ihrem kleinen Apartment kocht Madame Plantard das Abendessen und sie lauscht auf das vertraute Geräusch, wie sich der Hausschlüssel ihres Mannes im Schloss dreht. Der Junior wartet darauf, dass sein Daddy heimkommt von der Arbeit. Er kann es kaum erwarten, ihm die guten Noten zu zeigen, die er heute in der Schule bekommen hat. Nur, heute Abend wird Monsieur Plantard nicht nach Hause kommen. Sie haben den Welpen vergessen. Was? Das treue kleine Hundebaby, das hechelnd auf die Stimme seines Herrn wartet. Vielleicht hat er gar keinen Hund, was denken Sie? Ich kenne keinen Plantard und ich habe noch nie von einem Plantard gehört. Was sagen, das sind schon gute Dialoge. Nichts von alledem hat irgendwas mit mir zu tun. Also das sind schon erstaunlich, wie soll man sagen, uncomputerspieltypische Dialoge. Ich sag ja, es ist eher ein interaktiver Danke, Film. Danke, Sie waren mir keine Hilfe, Todrick.
Aber was hat uns das jetzt gebracht, ist die Frage, ne? Wir können jetzt nochmal sie anrufen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Bonjour, Collard. Ich bin's schon wieder, George Stobbart. Die Musik wird ihm so leicht romantisch, wenn er sie anruft. Worauf du dich verlassen kannst. Ich habe einen Zeugen gefunden, der mit dem Clown gesprochen hat. Und ich weiß, woher der Mörder seine Anzüge bekommt. Kein Quatsch. Ich bin beeindruckt. Ja, hab ich's geschafft. War ja nicht einfach. Hör mal, warum kommst du nicht hier rüber in mein Appartement? Gerne. Wo wohnst du? Rue Jarry Nummer 361. Okay, bin gleich drüben. Das ist mal ein Booty Call. So, jetzt haben wir eine neue Location, oder? Da, Rue de Jarry oder Rue Jarry. 5e Arrondissement. Oh, hi. Wie der Bonjour, da Monsieur. Soll ich Ihnen Ihre Zukunft voraussagen? Oh, nein, danke. Ich bin sehr gut und es dauert nur eine Minute. Trotzdem vielen Dank, aber ich bin nicht abergläubisch. Außerdem, wenn es nur eine Minute dauert, hat man ja nicht mehr sehr viel Zukunft vor sich. Ich hab's mir anders überlegt. Würden Sie mir die Zukunft voraussagen? Sie gehen auf eine lange Reise. Ach nee, was für eine Überraschung. Können Sie mir nicht etwas erzählen, was ich noch nicht weiß? 10 Francs bitte, mein Lieber. 10 Francs? Das ist Wucher. Wenn Sie meinen. Wie viel waren 10 Francs damals? Ich habe keine Ahnung. Wie funktioniert das mit dieser Vorherseherei? Ich wusste, dass ich nicht immer nur Blumen verkaufen würde. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie mit dieser Gabe gesegnet sind? Das ist so ähnlich wie Fernsehen. Manche von uns werden mit einer Antenne geboren. Ich gehöre einfach zu diesen Glücklichen. Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Das wird die Zeit erweisen, Monsieur. Das Seltsame ist, mich selbst kann ich in der Zukunft nicht sehen. Andere Leute, kein Problem. Aber wenn ich versuche zu sehen, was mit mir geschehen wird, nichts. Macht Ihnen das keine Angst? Manchmal. Ich denke aber, dass es sich dabei um eine Art natürlichen Sicherheitsmechanismus handelt. Entweder das, oder ich habe keine Zukunft. Kennen Sie eine junge Frau, die Nicole Collard heißt? Ja. Sie wohnt über mir. In dem Haus da drüben, auf der anderen Straßenseite. Die Tür ist nicht verschlossen, aber Sie müssen ihr einen kleinen Schubs geben. Sie klemmt, wissen Sie, wegen der Feuchtigkeit. Der Vermieter hat versprochen, sie zu reparieren, bevor der Winter kommt. Das verspricht er seit 3 Jahren. Wie lange wohnt Mademoiselle Collard schon hier? Ein paar Monate. Ihr steht eine böse Überraschung bevor, wenn das Wetter kalt wird. Zugige Fenster, ungenügende Heizung. Es ist schwer, sich einigermaßen warm zu halten. Der einzige Grund, warum ich bleibe, ist die billige Miete. Ihre junge Lady, sie verdient was Besseres. Ich dachte, Mademoiselle Collard sei eine erfolgreiche Fotografin. Nicht so erfolgreich, wie sie vorgibt, trotz ihrer feinen Kleider. Oh, ich habe schon gehört, wie sie sich nachts in den Schlaf geweint hat. Das ist schrecklich. Verraten Sie aber nicht, dass ich Ihnen das erzählt habe. Sie ist stolz, die Kleine. Zu stolz, wenn Sie mich fragen. Kann man diese Blumen kaufen? Oui, Monsieur. Okay, ich nehme einen Strauß von den Weißen da. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Nein? Das sind Lilien, Monsieur. Für manche Leute sind das Totenblumen. Danke für die Warnung. Was für Blumen haben Sie noch? Dahlien. Was bedeuten die? Unsicherheit. Ich will nicht, dass sie einen falschen Eindruck von mir kriegt. Was ist mit den hohen Gelben da? Das sind Iris, die Flamme der Leidenschaft. Yes. Und die kleinen Gelben? Sinnlichkeit. Die nützen mir nichts.
Ich will auf sie Eindruck machen, aber ich will sie nicht überrumpeln. Ja, also holst du keine? Jesus. Vielleicht komme ich später noch. Nicht viel. Im Schaufenster kann man ein paar Kleider und anderen weiblichen Kram bewundern. Im Schaufenster kann man ein paar... Okay. Der leere Laden wird von einem Stahlgitter geschützt. Ein Lebensmittelladen. Das Obst ist nicht von Interesse. Es sieht staubig, verschrumpelt und einfach nur müde. Es ist unmöglich, das fest verschlossene Gitter hochzuheben. So, dann gehen wir rein. Ich erinnere mich an den Rat der Blumenfrau und drücke vorsichtig oberhalb des Schlosses gegen die Tür. Also, wenn man nicht mit ihr geredet hätte, wahrscheinlich die Tür nicht aufgegangen, ne? Bonjour, ich bin froh, dass du gekommen bist. Wir waren doch per Du, oder? Klar, nenn mich einfach George. Per Du, sagt man auch. Ich heiße zwar Nicole, aber sag ruhig Nico zu mir. Setz dich, George. Eh bien, wo bist du gewesen? Ich habe die Abwasserkanäle unter dem Café untersucht. Ich dachte mir schon sowas. Ich habe so einen komischen Gestank gerochen. Der Clown ist durch die Kanäle entkommen und hat dort das Kostüm ausgezogen. Ich nehme an, er war in Eile. Er hat seine Jacke vergessen. Und? Ich habe die Telefonnummer seines Schneiders. Du hattest mehr Glück als ich. Glück, sagt sie? Glück? Ich nenne das harte Arbeit. Was ist passiert? Ich habe meine Fotografien dem Verleger vorgelegt, aber er hat sich nicht dafür interessiert. Glaubt man das? Er riet mir, die Story fallen zu lassen. Aber das wirst du doch nicht tun. Oh nein. Ich werde herausfinden, was hinter diesen Morden steckt. Weißt du, was ich glaube? Es ist eine Verschwörung. Die Polizei in drei verschiedenen Ländern hat sich wegen der Morde sehr zurückgehalten. Die Presse bringt sie nicht in Zusammenhang. Sie beschuldigen politische, religiöse oder militante Extremisten. Damit ist so ungefähr jeder verdächtig. Kann ich dein Telefon benutzen? Klar, nur zu. Danke. Nee. Will ich doch gar nicht. Woher hat Plantard deinen Namen? Über die Zeitung La Liberté. Ich habe einen Artikel geschrieben, in dem ich zwei ungelöste Morde miteinander in Verbindung bringe. Einen in Italien, einen anderen in Japan. Die Fälle sind sich bemerkenswert ähnlich. Ein wohlhabendes Opfer, kein offensichtliches Motiv und ein verkleideter Killer. Plantard sagte, er könne mir weitere Informationen beschaffen. Irgendwie muss der Clown von unserer Verabredung gewusst haben. Erzählen Sie mir von den bisherigen Opfern des Clowns. Das erste war Arno Bilotta, der Millionär und Baron der Pharmaindustrie. Er hat sein Geld mit Amphetaminen verdient, im Nachkriegsboom von Schlankwerden und Diät. Stell dir das vor, Millionen von Hausfrauen, die sich buchstäblich ihren Arsch abspieden. Wurde er wegen Geld umgebracht? Nein, er hatte keine Verwandten und das Vermögen ging an das Waisenhaus, in dem er aufwuchs. Die einzige Zeugin in diesem Fall war sein philippinisches Au-pair-Mädchen. Sie schwört, er wurde von einem Schneemann in den Tod gelockt. Wer war das zweite Opfer des Clowns? Yamada, der umstrittene japanische Politiker der Grünen. Er hat sein Vermögen aus dem elektrochemischen Konsortium seines Vaters geerbt. Er hatte sich darauf beschworen, der japanischen Automobilindustrie ans Leder zu gehen. Ich glaube nicht, dass er mit so einer verrückten Politik große Unterstützung bekommen hätte. Yamada war ein Mann der Visionen. Er war seiner Zeit voraus. Wenn Sie das sagen, wie ist er gestorben? Unter den Händen, oder besser gesagt Stummelflügeln eines riesigen Königspinguins. Ein Schneemann, ein Pinguin und nun ein Clown. Weißt du, ich gebe es nicht gern zu, aber das ist beängstigend. Ich sage dir was, ich werde keine Einladungen zu Kostümpartys mehr annehmen. Ich kann es dir nicht verdenken, dass du Angst hast. Mir geht es genauso. Aber diese Story könnte meine einzige Chance für einen Durchbruch sein. Oder für einen vorzeitigen Tod. Du sprichst ein gutes Englisch für eine Französin. Danke. Du sprichst ein gutes Englisch für einen Amerikaner. Kann ich dein Telefon... Klar, nur Telefon. Danke. Zu früh geklickt, Klickstreich, Klickstreich, so.
Können wir denn jetzt hier... Achso, ich muss hier noch den... Dieses Papiertaschentuch habe ich im Abwasserkanal gefunden. Oh, das ist ekelhaft, George. Ich glaube, das Zeug darauf ist Schminke. Wie Schauspieler sie benutzen oder Clowns. Es ist trotzdem ekelhaft. Wirf das weg. Ich habe ein Stück Stoff in der Nähe des Cafés gefunden. Hey, auch in der Kanalisation war das. Als ich es dem Pförtner gezeigt habe, hat er es sofort erkannt. Es ist sehr auffällig, stimmt. Warte, bis du das hier siehst. Ich habe den Film entwickelt, den ich bei dem Café belichtet habe. Hier, George, das ist eine Vergrößerung, die ich gemacht habe. Siehst du, was der Typ hier anhat? Die Hose, ich wusste es. Denselben Stoff habe ich im Abwasserkanal gefunden. Stimmt. Der Typ sollte nicht schwer zu finden sein. Oh nein? Sieh dir seine linke Wange genauer an. Eine Narbe in Form eines Hufeisens. Oder eines Halbmondes. Warum hast du das Foto von mir so stark vergrößert? Weil ich einen Typen hinter dir bemerkt habe. Warum denn sonst? Erzähl mir mehr über dich. Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen. Nun, wie bist du zur Fotografie gekommen? Das habe ich, glaube ich, meinem Vater zu verdanken. Er hat mir meine erste Kamera gekauft. Ich war 8 und meine Eltern hatten sich gerade getrennt. Hast du bei deinem Vater gelebt? Ja, meine Mutter ist mit ihrem Freund weggegangen. Hat mir nichts ausgemacht. Ich habe nur Papa gebraucht. 4 Jahre später starb er bei einem Flugzeugunglück. Oh, das tut mir leid. Ist schon gut. Es macht mir nichts aus, über ihn zu reden. Er war eher wie ein älterer Bruder. Machte immer Witze und lachte. Papa wollte immer, dass ich Kunst studiere. Deswegen bin ich aufs College. Hast du das Fotografieren im College erlernt? Nein, ich konnte mir das Material nicht leisten. Alles, was wir benutzten, wurde uns in Rechnung gestellt. Farbe, Leinwand, Papier. Die meisten in meiner Klasse widmeten sich dem Minimalismus. Es war billiger. Ich durchstöberte den Park nach Haaren von Eichhörnchen. Die einzige Zeit, in der ich nicht gehungert habe, war das Semester, in dem wir die Drucktechniken durchnahmen. Ich habe die Kartoffeln gegessen. Du verkohlst mich doch. Oh nein. Hast du einen Freund? Das geht dich nichts an. Ich mache mich wieder auf die Suche nach dem Klang. Wo? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da etwas, das ich übersehen habe. Okay. Nun, viel Glück. Kann ich hier nichts mitnehmen aus dem Apartment? Fuck. Ist doch ein Adventure. Wir haben zumindest jetzt ein Foto vom Täter. Ich speichere jetzt hier mal ab. Und an der Stelle machen wir das nächste Mal bei Teil 2 weiter. So ihr denn wollt. So ihr denn wollt. Schreibt mir also gerne mal in die Kommentare, ob es euch Spaß macht. Es ist natürlich eine ruhige Angelegenheit. Hier brauchen wir nicht drüber reden. Aber eine sehr schöne, entspannte Atmosphäre. Ich bin ganz angetan von diesem Kriminalhörspiel, bei dem man ab und zu klicken darf. Sehr gut geschriebene Dialoge. Irgendwie alles so... Ich weiß nicht. Es hat so eine ganz eigene Magie, muss ich sagen. Also, es gefällt mir richtig gut. Ist natürlich was ganz anderes als jetzt ein LucasArts-Adventure oder so. Fühlt sich halt eher an wie so eine Folge 3 Fragezeichen. So ein bisschen. Zum Mitspielen. Ja, also ich echt nochmal... was ganz anderes, aber das Setting und überhaupt alles so von der Atmosphäre, die Zeit, die sich lassen, auch in den Dialogen und so, gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut. Ich bin gespannt, was ihr so sagt. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Spiel schon gezockt habt, wenn ihr es schon kennt und was eure Erfahrungen so damit sind. Ansonsten freue ich mich natürlich auch noch über weitere Adventure-Vorschläge. Und ja, lasst mich wissen, ob ich weiter zocken soll. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit Baphomets Flut. Baphomets Fluch Reforged. Ich glaube, im Englischen heißt es Broken Sword, oder? Warum auch immer, ich weiß es gar nicht. Baphomets Fluch, die Verschwörung der Tempelritter. Also, da wird wahrscheinlich noch einiges auf uns zukommen. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
bis zum nächsten Mal. Gerne den Kanal abonnieren und ein Like da lassen. Tschüss.